So, da bin ich wieder. Ich habe ein wenig gewartet, bis die Zwerge einigermaßen hochgeheilt sind. Nur ist mir dann eine Kleinigkeit aufgefallen. Nämlich der Angriff, der bevorsteht. Dieser wellenartige Angriff von diesen komischen, pelzigen, rotäugigen Dingern. Der rückt immer näher. Das da. Wir haben nur noch 23 Minuten. Dafür unsere Zwerge. Komm schon. Genau, Select Zwerg. Fast voll. Und der auch fast voll. Und wir haben gleich einen dritten Zwerg da. Also ja. Müsste machbar sein. Warum kannst du das denn nicht wegmachen? Achso, kommen die nur raus, wenn... Ah, okay. Wenn der Deckel zumacht, dann können die den auch nicht wieder aufmachen. Das ist praktisch. Na gut, also von links sind wir sicher. Denke ich mal. Rechts muss da auf jeden Fall noch ein Block drauf. Das ganze Zeug muss eingesammelt werden. Und warum machst du nichts? Das Holz nehmen wir auch mit, damit jeder sich einen Helm kaufen kann. Und der neue Zwerg muss ausgerüstet werden. Du, genau. Rüstung. Craft-Rüstung. Helm. Haben wir genug Zeug? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5 Helme. Equip. Du hast einen Helm. Du hast jetzt einen ordentlichen Helm. Du hast jetzt auch einen Helm. Besser als nix. So, da kommt jetzt ein Stein oben drauf. Hunter! Ja, dann kommen die Bäume bitte noch weg für mehr Holz. Oh, und es dauert nur noch 2 Minuten, bis ein neues Werk kommt. Okay. Was brauchten wir noch? Wir brauchten noch mehr Steine für mehr Mauern. Weil ich baue gleich hier hinter noch eine Mauer hin. Diesmal aus Dirt. Weil die können ja die Blöcke auch zerschlagen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber sie können es theoretisch. So, sammel doch mal bitte jemand die Ausrüstung da hinten ein. Das wäre echt schnieke. Wollen sie nicht, okay. 3er Dirt machen wir fürs Erste. Obwohl du vielleicht, gehst du da hin und sammelst das ein? Jo, schau gut aus. Oh, es wird schon wieder dunkel. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, von da kommen wieder die Skelette auf jeden Fall. Aber es sieht aus, als wenn wir das zeitlich hinbekommen. Hier liegt nichts mehr auf dem Boden. Das heißt, kein Zwerg hat einen Grund, hier hinten hinzugehen. Er wird jetzt da den Dirtblock setzen. Dann wird da oben die Dirtwand gesetzt. Und danach der Dirtblock hier. Und dann müssten wir auch von Osten erstmal sicher sein. Es war interessant. Also, dass die... Warum? Komm schon. Komm, 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 komm. Ja, das wäre schon gemacht worden. Der Block. Da. Nee, dahin. Warum unterhaltet ihr euch über irgend so... Builders. Die können da oben nichts bauen. Oh, das ist nicht gut. Dann baut bitte da mal was. Nee. Komm, komm, komm. Also mein Plan ist jetzt, da was zu bauen. Und dann halt da und da was zu bauen. Und dann den hier wieder abzureißen. Um so halt die Mauern hinzubekommen. Kurz ausrüsten. Keule. Rüstung. Werkzeug. 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 Okay. Wir haben wieder 4 Zwerge. Wir haben 4 ausgerüstete Zwerge. Du, da und der Block hin. Wo sind die Skelettete? Da hinten kommt das erste Zombie. Okay. Und 20 Minuten bis zum Wellenangriff. Und die Jungs schnacken hier die ganze Zeit. Yeah. Okay, dann macht wenigstens was Produktives und macht hier unten diese ganzen doofen Blätter weg. So. Also, jetzt kann da und da dorthin gepflanzt werden. Das macht hoffentlich auch der Zwerg hier gleich. Komm, 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 komm.
Oh, die sind doch unterschiedlich groß, die Zwerge. Okay. Beeilt euch. Da kommt ein Wildschwein, aber das ist nicht so schlimm. Ja, genau. Du. So, erstes Mauerstück ist da. Zweites Mauerstück ist da. Das muss weg. Und tada! Wir haben unsere Mauer. Sehr gut. Jetzt alle mal einfach nur mal nach Hause. Und mach das hier weg. Und sobald sie drin sind, mache ich den Deckel zu, dass keiner aus Versehen rausläuft. Heida. Oh, komm, raus da. Die Grummelgeräusche sind cool von denen. Wo willst du denn hin? Könnt ruhig hier unten arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, mach das mit das hier. Alles weg. Oh, Geist. Achso, die müssen jedes Mal aus wie in dem doofen Lager. Ja, das ist nicht so schön. Okay, dann warten wir, bis er abgegeben hat und wieder drin ist und dann machen wir zu. Komm, komm rein. Hier ist ganz viel zu tun für dich. Dann hau halt das weg. Du hast keinen Weg, um hinzukommen? Natürlich hast du einen Weg, um hinzukommen. So, drin bist du. Zu. Jetzt dürfte keiner mehr nach oben gehen können. Oder? Mal gucken. Weil da sind jetzt die Skelette. Und er kommt nicht raus. Sehr gut. Ihr steht da und guckt doof. Also können sie keine Pyramide bauen aus diesen Schilden. Das ist schon mal gut. So, und ihr dürft jetzt schön fleißig weiterarbeiten. Hier ist ganz viel Kohle. Das Eisen hätten wir auch noch gerne. Das da unten könnte Gold sein. Hihihihi. Das da kann auch noch weg. Und wir sollten ein paar Sachen craften, damit wir besser vorbereitet sind. Also ich hätte ganz gerne... Dafür brauchen wir Eisen. Was haben wir noch in unserem Craft-Tree? Ein Pot. Oh, die Slime-Torch. Haben wir dafür inzwischen genug Zeug? Ja, sehr schön. Zip, 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 zip. Und gleich platzieren, ne? Sonst gilt das ja wieder nicht. Wo bist du? Da bist du. Schleimtorch. Mach mal dahin. Freut sich das komische Gesicht. Oh, und ein Zwerg. Das ist jetzt nicht gut. Weil er draußen ist. Aber es wird hell. Okay, das Ding kann wieder auf. Gegner sind tot. Mauer hat gehalten. Alles super. Ein Melee-Book. Ah. Schön. Schön, 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 schön. Und wir brauchen jetzt noch viel mehr Werkzeug, weil wir noch einen neuen Zwergen haben. Oh. Spinnen. Gut, dass wir da nicht hingebuddelt haben. Bau bitte das alles ab. Bring das alles nach Hause und mach mal hier ein Portal, damit das Ganze schneller geht. So. Dann die Büsche abbauen, damit wir genug zu essen haben. Unsere Vorräte, wie sehen unsere Vorräte aus? Äpfelbüsche, ja, geht eigentlich. Aber trotzdem, Schaden tut's nicht. Ich glaube, ich sollte unten mal eine Treppe hinbauen, weil das sieht nicht gesund aus, was der da gerade gemacht hat. Neue Aufgabe. Build Workbench, Craft Pot, Craft Lock. Für Lock und was weiß ich, brauchen wir primär das Eisen hier. Das müsste erstmal ins Lager gebracht werden. Und die Kohle da hinten bauen wir auch ab. Das Eisen da. Funkel, Funkel, Funkel. Ja, ja. Wir müssen uns die Zwerge sich richtig zurückhalten. Da ist auch noch eine Höhle, aber das scheinen keine Spinnen drin zu sein. So, wir haben 21 Holz. Ich würde ganz gerne nämlich die ganzen Betten hier durch gute Betten ersetzen. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr.
Die Bäume können auch erstmal weg. Go. Oh. Was zur Hölle? Wo kommt ihr denn her? Das ist nicht gut. Und in einer Viertelstunde sind auch die anderen Monster da. So, bring bitte alles nach Hause. Wir brauchen... Ja, wir brauchen... Schloss. Eins, zwei, drei. Schloss gebaut. Jo. Wir brauchen eine Workbench. Dafür brauchen wir einen Wooden Table. Den hatten wir doch schon mal gebaut, oder? Jo, da. Abbauen, bitte. Und da unten ist zu viel Wasser. Ja. Aber genau dafür habe ich ja einen runtergebuddelt. Aber selbst das eine Feld reicht jetzt nicht. Also da nochmal buddeln geht nicht wegen dem Wasser. Okay, brauchen wir erstmal Eimer. Büsche sind weg, okay. Sind die Goblins weg? Die Goblins sind immer noch da. Die warten bestimmt, bis es dunkel wird zum zum Angreifen. Nicht gut. Nicht gut. So, Tisch wurde abgebaut. Wir würden jetzt gerne die Workbench bauen. Da. Dafür brauchen wir einen Tisch. Ein Eisen. Holz. Holz. Bauen. Workbench. Da. Workbench bitte. Hier hin. Also Türen kommen immer hier hin. Und dann gleich die Workbench. Und wenn wir irgendwelche anderen Sachen haben, um Gegenstände herzustellen, dann kommen die auch hier mit rein. Das ist so eine Art Craft-Zimmer für uns dann. Weil etwas hochtechnologischere Sachen wie Bretter zum Beispiel, können wir nur an der Workbench jetzt herstellen. Das heißt, irgendein Zwerg muss die Rohstoffe holen, dann hierher gehen und dann hier weiterverarbeiten. Workbench gebaut. So, Planken. Genau das meinte ich gerade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 Planken bitte bauen. Und Nägel sind einfach nur 2 Stück Eisen. 1, 2, bauen. Ein Tisch, ja, ein Stuhl. Stuhl brauchen wir nicht, aber einen Eimer brauchen wir. Eigentlich hätte ich aber ganz gerne Waffen. Wo in der Forschung sind Waffen? Magisches Licht, Essen, Seil, Krug, ein Bogen kommt hier hinten. Ja, Waffen und Ausrüstung kommen erst wesentlich weiter hinten. Da, Schild mit einem Schädel. Und Iron Axe, Iron Pickaxe. Da kommt eine Waffe. Also dieser Forschungsbereich ist für uns am wichtigsten. Wir brauchen jetzt den Bucket, danach brauchen wir die Rope und dann geht's weiter. Und hier werden die Bretter hergestellt. So. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Schleim haben wir da auch, okay. Ein Brett. Menno. Ich würde echt ganz gerne die Bäume hier abfällen, aber ist mir zu nah an den Goblins dran. Wie ich meine Zwerge kenne, würden die sofort angreifen und das ist nicht so gut. So, erstes Gold abbauen. Zur Zeit ersparen, das bauen wir einfach mal hier ein Portal hin. Die Mana haben wir auf jeden Fall. Es wundert mich, dass sie nicht angreifen. Aber ja, wahrscheinlich echt erst, wenn es dunkel wird. Damit wir den Goblins haben und Skelette und Zombies und Riesen und Trolle und die Angriffswellen hiervon. Alles auf einmal. So, wir haben kaum noch Holz. Immer noch keine Steine, wo wir schon recht tief gegraben haben. Sind die Bretter langsam fertig? Ich würde ganz gerne die Buckets bauen. Eins fehlt noch. Bau das mal ab und das mal ab. Craft, Bucket. Eins, zwei, drei. Und oh, es wird sogar angezeigt, wie viele noch gebaut werden. Das ist mal praktisch.